Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr wichtig, Vorankündigungen. Mein Hauptkanal ist dieser, mein Zweitkanal ist Pura Science von Juliana und von mir. Sehr, sehr gerne auch dort abonnieren und den Telegram-Kanal einmal Pause rücken. Diese anderen Kanäle abonnieren, dann geht's weiter. Ich möchte dir dieses Mal etwas sehr, sehr Wichtiges mit auf den Weg geben, um mehr Energie in deinem Körper zu bringen, mehr Sauerstoffkonzentration und vor allen Dingen den Eisenhaushalt bei dir im Körper. Klingt erstmal total unspektakulär. Oh, es labert ja irgendwas von Eisen oder sowas. Und ich sage dir am Ende des Videos, wirst du sagen, holy shit, das war verdammt wichtig. Das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das so wichtig für meine Gesundheit und für die Gesundheit meiner Liebenden ist. Viele kennen und viele wissen, es gibt zwei verschiedene Eisenformen. Das zweiwertige Eisen, das dreiwertige Eisen, das Hämeisen, das Nicht-Hämeisen, das tierische Eisen, das nicht-tierische Eisen. Es reicht jetzt auch, Patrick. Wichtig ist, es gibt anscheinend eine Fraktion von Menschen, die nur sagen, dass das tierische Eisen wirklich relevant und gut absorbierbar ist für uns oder halt eben nicht. Wir wissen schon, dass das zweiwertige Eisen einfacher aufgenommen wird als das dreiwertige Eisen. Und das ist auch so gesehen völlig korrekt. Nur jetzt sage ich euch einmal, dass das dreiwertige Eisen genauso wichtig ist wie das zweiwertige Eisen. Und dass das dreiwertige Eisen später bei dir im Körper überhaupt nochmal entsteht. Und warum dieses ganze Eisenthema so wichtig ist, es ist unerlässlich für deinen Energiestoffwechsel. Und Eisen ist wirklich, damit steht und fällt so ziemlich alles bei dir im Körper. Von daher an solltest du dich bestmöglich damit auskennen und worauf es wirklich ankommt bei einer guten Eisenversorgung. Schwieriges Wort, Eisenversorgung. Deshalb das alles klären wir in diesem Video, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Warum? Der menschliche Organismus benötigt Sauerstoff. Ja, das habe ich in meinem letzten Video gesehen, ohne Sauerstoff und zu gleichen Teil NADH. Warum du jetzt atmest, ist wichtig, damit dein Körper Energie gewinnen kann. Und woher bekommt ihr den Sauerstoff? Vom Eisen theoretisch. Das erklären wir gleich. 65% des Eisens, was im Körper vorkommt, ist gebunden an ein ganz bestimmtes Molekül, was darüber entscheidet, über gesund und über nicht gesund, über Organfunktion, über nicht Organfunktion, über sich gut fühlen, über sich schlecht fühlen. Und das ist das Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff. Viele kennen auch die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Es ist das vierthäufigste Element der Erdkruste mit 6%. Das wissen auch die wenigsten, dass wirklich so viel Eisen ist. Das dritthäufigste, das vermuten wahrscheinlich die wenigsten, ist Aluminium. Das zweithäufigste ist Silizium. Das häufigste ist der Sauerstoff. Richtig, ja? Und warum der Sauerstoff so wichtig ist, das versuche ich in diesem Video zu klären. Doch es kommt in der Erdkruste als inaktive Form vor, das Eisen 3. Das ist so nur bedingt richtig. Es ist völlig richtig, wenn man von der Resorption spricht, denn unser Körper kann das dreiwertige Eisen, das pflanzliche Eisen, gar nicht aufnehmen. Null. Jetzt sagen viele so, ja, aber wie können denn Veganer überleben? Ja, Moment. Es muss anscheinend irgendetwas gegeben haben in der Evolution, dass unser Körper das doch kann. Es gibt bestimmte Enzyme. Ja, das sind genau die Cytochrom C und bestimmte Eisenreduktasen, die mit Hilfe von Vitamin C das Eisen 3 aus den Pflanzen zu Eisen 2, das heißt, es wird reduziert, es bekommt ein Elektron mehr, umwandelt kann und dann kann es genauso gut aufgenommen werden. Das heißt, unser Körper hat anscheinend dort eine Mutation vorgenommen, damit wir auch rein pflanzliches Eisen und nur pflanzliches Eisen theoretisch essen könnten. Es gibt einen sehr wichtigen Faktor, der von allen so ziemlich missachtet wird. Im Eisenstoffwechsel und damit in deinem Energiestoffwechsel, warum du dich gut fühlst und jeder will sich gut fühlen. Ja, jeder möchte maximal partizipieren an seinem Leben. Und das klären wir jetzt. Also, dein Körper hat keine Möglichkeit, den Eisenhaushalt wirklich zu regulieren, wie zum Beispiel bei Vitamin C. Da wird einfach viel mehr ausgeschieden, weil es ja wasserlöslich ist und so weiter. Das hat Eisen nicht in dem Maße. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn das Argument, dass pflanzliches Eisen nicht so wertig ist wie tierisches Eisen, ist meines Erachtens nicht in dem Maße relevant, wie von vielen propagiert wird. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Es gibt eine antiproportionale Verbindung zwischen Eisenkonzentration und Speicher bei dir im Körper und der Aufnahme. Das heißt, wenn du jetzt weniger aufstoßen müsstest, hätten deine Zuschauer auch
mehr von dir erfahren, Patrick. Wenn du auch mehr Eisen bei dir im Körper hast, wird die Resorption, die Absorptionsrate herabgesetzt. Dein Körper nimmt nicht mehr so viel auf. Wenn du sehr viel Eisen benötigst, weil dein Speicher leer ist, nimmst du auch viel mehr auf. Die Absorptionsrate geht hoch. Die Sensibilität an den Enterozyten, an den Darmzellen geht hoch. Und das ist ein sehr, sehr spannender Fakt, der ganzen Vegan-Kritiker sehr, sehr stark entkräftet. Ja? In dieser Studie wurde die Eisenabsorption von bestimmten Menschen, in dem Fall, es gibt zwei, Männer und Frauen, wurde getestet. Und wir sehen hier, dass die Frauen deutlich mehr Eisen aus der Nahrung absorbiert haben als die Männer. Und jetzt hat man sich so gefragt, waren die Frauen so viel netter zu dem Eisen oder haben die gute Attribute oder... Nein, es ist der Grund, man hat sich den Ferritinspeicher angeschaut. Was ist Ferritin? Das ist die Speicherform des Eisens. Und diesen Wert hat man sich angeschaut und sieht man hier, die Frauen haben einen deutlich niedrigeren Ferritinwert, das heißt deutlich weniger Eisen gespeichert. Deshalb nehmen sie mehr auf über die Nahrung. Die Männer nehmen weniger auf über die Nahrung, weil ihr Ferritinspeicher deutlich mehr gefüllt ist als bei den Frauen. Das war doch mal sehr, sehr interessant zu sehen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Schön, dass du bis hierhin dran geblieben bist, denn das eigentlich Wichtige kommt jetzt so ungefähr. Es ist so ziemlich, seht ihr, relativ egal von der Absorptionsraten, denn unser Körper reguliert das schon selbst für sich. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Nur weil viele Menschen sich darüber auslassen, Absorptions, ich formuliere es mal so, wenn du Holz vor der Hütte hast, heißt es nicht, dass du warm im Haus hast. Du hast zwar geschafft, viel Holz zu akkumulieren vor deiner Hütte, wenn dir das Feuerzeug fehlt, bringt dir der ganze Holz aber trotzdem nichts. Und das ist der entscheidende Punkt, den noch nie jemand in Deutschland angesprochen hat, den ich jetzt hier einmal belichten werde für euch. Sehen wir uns einmal dieses Bild an. Hier sehen wir tierisches Eisen und pflanzliches Eisen. So. Und wir sehen, es gibt zwei Transporter. Der tierische Transporter mit dem HCP1. Das ist der Transporter für das tierische Eisen. Und wir sehen den DMT1, das ist der Transporter für das pflanzliche Eisen. Das heißt, es gibt zwei Transportsysteme. Was aber auffällt, es wird bei pflanzlichen oder bei tierischen Eisen, das heißt den dreiwertigen oder den zweiwertigen Eisen, beides gelangt in den interzellularen Raum, ne? Zwischen den Darmzellen und dem Blut, wo sich da auch das Ferritin befindet, der Speicher. Das passiert bei beiden, aber jetzt fällt auf, nur das zweiwertige Eisen kann in diesen Raum gelangen. Das heißt, müssen wir jetzt alle tierisches Eisen konsumieren, damit wir das überhaupt aufnehmen können? Nein, unser Körper hat Mechanismen gefunden durch Reduktasen, sehen wir hier auch, in dem zum Beispiel von Vitamin C, ja, deshalb brauchen wir auch Elektronspender, ja, ein Elektron übertragen wird, ja, auf das Eisen, dass es von zweiwertigen zu dreiwertigen wird. Und dann kann es auch aufgenommen werden. Vielleicht noch mal ganz kurz zu klären, bevor wir weitermachen. Viele sagen sich so, ja, es gibt doch ein Elektron ab. Ne? Vorher war es dreiwertiges Eisen, dann ist es zweiwertiges Eisen. Wenn es ein Elektron bekommt, warum wird es denn dann weniger? Das ist chemisch ganz einfach zu erklären. Ein Elektron ist negativ geladen. Das Eisen, wenn wir uns das anschauen, 3+, hat 3 positive Ladungen. Das Eisen vorher hat aber auch 3 Elektronen gehabt. Es war neutral. Normales Eisen, wenn ihr es kennt, steht da Fe. Fe ist die Abkürzung für Eisen, Ferrum. Ja, so. Eisen gibt aber sehr, sehr gerne Elektronen ab. Wenn das Eisen 3 Elektronen abgegeben hat, bleiben 3 Protonen zurück. Denn es war vorher ausgeglichen. 3 Elektronen, 3 Protonen, müsst ihr euch vorstellen. Wenn das Eisen dreiwertiges Eisen ist, hat es 3 Elektronen abgegeben. 3 negative Ladungen, 3 positive bleiben zurück. Nimmt das Eisen jetzt wieder ein Elektron auf, hat es ja quasi nur noch 2 positive Ladungen, weil es hat ein Elektron ja wieder zurückbekommen. Versteht ihr? Es wird ja weniger positiv, so möchte ich das vorstellen. Ja? Vielleicht für die Leute, die es nochmal, habe ich aber auch in meinem letzten Video nochmal erklärt. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Das Interessante ist, nur zweiwertiges Eisen kann weiter gelangen. So, dann... Diese Rezeptoren sitzen quasi an den Enterozyten, das sind diese Darmausstülpungen bei dir im Dünndarm. So. Und jetzt kommt der Ferritinspeicher. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist quasi dort, wo das Eisen erstmal gespeichert wird. Eigentlich müsste ein Pfeil auch zurückgehen, denn es kommt immer nur eine bestimmte Eisenmenge in, sehen wir unten die Blutbahn, in die Blutbahn. Nimmst du zu wenig Eisen auf,
kommt, spendet das Ferritin, der Ferritinspeicher, etwas mehr Eisen noch mit dazu, dass genug Menge in dein Blut gelangt. Nimmst du zu viel Eisen erstmal auf, füllt sich erstmal der Ferritinspeicher und er nimmt sich ein bisschen Eisen weg, damit nicht zu viel in deine Blutbahn gelangt. Das ist hier von diesem Bild gar nicht abgebildet, das ist aber biochemisch so. Oder? Das geht aus den biochemischen Büchern auch alles so hervor, das würde aber hier jetzt in den Rahmen sprengen, hätte ich die auch noch eingeblendet. Das ist sehr, sehr spannend, oder? Das heißt, wenn diese Ferritinspeicher irgendwann voll sind, weil du ständig zu viel Eisen aufnimmst, dann senkt sich auch die Sensibilität der Enterozyten, das heißt, senkt sich auch die Absorptionsrate immer weiter herab, weil der Speicher ist ja schon voll und du darfst nicht so viel Eisen aufnehmen, weil der Körper es ja nicht loswerden kann. Das ist auch sehr spannend. Das erstmal vorweg, ja, damit ihr es nochmal verstanden habt. So, dann geht das Ganze ja weiter nach unten in den Ferroportin-Transporter. Dann kommt das Eisen ins Blut. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das Eisen ist da zweiwertiges Eisen. Ja? Wir haben zweiwertiges Eisen, was wir zuvor absorbiert haben, was ja nur aufgenommen werden kann, das zweiwertige Eisen. Ja? Das haben wir jetzt im Blut. Und jetzt fällt auf, durch ein bestimmtes Enzym, also die Ferrooxidasen, ja, die werden auch dementsprechend Hefastine werden die genannt, so Hefastine und die Ferrooxidasen, das sind quasi Enzyme, die das Eisen jetzt wieder oxidieren. Und wir haben plötzlich wieder dreiwertiges Eisen. Vorher hat doch jeder dieses dreiwertige Eisen verteufelt. Jetzt stellt unser Körper das dreiwertige Eisen im Blut selbst her. Darüber redet aber niemand. Wie wichtig das dreiwertige Eisen ist, es ist so wichtig, weil nur dieses Eisen kann dann dementsprechend über das Transferin, das ist ein bestimmtes Transportsystem durch das Blut bewegt werden. Ja? Und das kann dann erst in der Leber andocken, an den Rezeptoren in der Leber. Und dann kann es halt erst weiterverarbeitet werden. Ja? Also ganz kurz, nur zweiwertiges Eisen kann aufgenommen werden, geht an den Ferritinspeicher vorbei. Entweder führt der Ferritinspeicher noch ein bisschen was dazu oder nimmt ein bisschen was weg, weil nicht zu viel ins Blut gehen darf. Ist es im Blut angekommen, das zweiwertige Eisen, muss es aber wieder zu dreiwertigem Eisen werden, damit es überhaupt transportiert werden kann. So, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Was beeinflusst das Phänomen so stark, dass Männer und Frauen unterschiedlich viel vor allen Dingen absorbieren und vor allen Dingen auch so viel benötigen? Frauen haben ja oftmals einen Eisenmangel und das ist das Phänomen, die Menstruationsblutung. Denn bei der Blutung verlieren die Frauen viel Hämoglobin, das heißt auch viel Eisen. Das heißt, sie brauchen auch mehr, um neues Blut zu bilden. Ja? So. Und schaut man sich einmal das Hämoglobin einmal an, dann sehen wir, dass es so aufgebaut ist. Wir haben vier Proteine, Globin, vier Stück, so heißen die Proteine, und vier Pigmente, die heißen Häm. Daher kommt der Name Hämoglobin. Und schaut man sich jetzt mal ein weiteres Bild an, dann sehen wir, dass das Eisen in dem Hämoglobin, was ja 65% des Eisens aus dem Körper ausmacht, zweiwertig ist. Jetzt sagen wir, Moment mal, wir haben ja vorher dreiwertiges Eisen gehabt, um es durch den Körper zu transportieren. Warum hat denn jetzt die Hauptaufgabe von Eisen, das Hämoglobin quasi, aktiv zu halten, wieder zweiwertiges Eisen? Hier muss doch ein Schritt irgendwo unterschlagen sein. Woher hat denn dieses Eisen jetzt wieder das Elektron bekommen? Und ich sage es euch, die ihr bis hierhin durchgehalten haben, es ist das NADH. So, und das Wichtige ist, das habe ich mir im letzten Video schon erklärt, was NADH überhaupt für unsere Organfunktion bedeutet. Ohne NADH würdest du aufhören, müsstest du nicht mehr atmen, weil dein Körper kollabieren würde. Es ist genauso wichtig wie Sauerstoff. 1:1 stöchiometrisch genauso wichtig. Ja? So, und das NADH ist ebenfalls so wichtig für die Sauerstoffkonzentration bei dir im Körper, denn es macht überhaupt, dass Eisen bei dir im Körper wirken kann. Ohne NADH, also ohne Nicotinamidadenosindinukleotid, ja, genau genommen heißt es so, kann das Elektron, was benötigt wird, um das Eisen wieder zu reduzieren, zu zweiwertigen Eisen zu machen, damit es überhaupt in das Hämoglobin reingehen kann und es Sauerstoff binden kann, nicht vonstatten gehen. Damit steht und fällt alles. Jedes einzelne Eisenvideo ist sowas von unwichtig, denn jedes Eisenvideo müsste beinhalten, über die Funktion bzw. aufklären von NADH. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, das sehen wir hier auch. Das ist die Reaktionsgleichung von Cytochrom B5 und NADH wird dementsprechend das dreiwertige Eisen zu zweiwertigem Eisen, sehen wir hier. So, und jetzt kommt noch was ganz, ganz Wichtiges, was ebenfalls noch nicht belichtet worden ist. Jede Sekunde entsteht bei dir auch schlechtes Hämoglobin. Das ist das Methämoglobin. Das hat den großen Unterschied, dass NADH dort nicht gewirkt hat oder zu wenig vorhanden ist. Denn es hat statt zweiwertigem Eisen, was ja Sauerstoff transportieren kann, richtig, dreiwertiges Eisen und damit bindet es Wasser statt Sauerstoff.
Das heißt, dein Körper würde bei einer hohen Konzentration von 50 bis 60 innerlich ersticken, weil er den Sauerstoff nicht mehr transportieren kann. Es kann nicht mehr genutzt werden in der Atmungskette zur Energiegewinnung, um die Protonenpumpen zu bezahlen und die wiederum den Konzentrationsgradienten aufhalten für die ATP-Synthase, die ATP generiert. Kennt ihr alles aus meinem alten Video. Was ich aber damit sagen möchte, ist, wenn dieses Methemoglobin, ja, aus dem Ruder läuft, das entsteht ständig bei dir, durch Umweltgifte, durch zu viele Radikale, die das Eisen in der Mitte oxidieren, dem Elektron klauen. Ja? Also Umweltgifte tun das auch. Ja? Radikale tun das. Ich habe immer gesagt, radikale Leute, radikale, Antioxidantien. Ja? Oder auch durch zu wenig NADH. Ja? Es gibt nämlich ein System, ja, was dann dementsprechend das NADH, Methemoglobin-Reduktase-System ist das, was das Methemoglobin wieder ein Elektron schenkt und das kommt vom NADH und es wieder umwandelt in das funktionierende Hämoglobin. Das heißt, als allererstes, kurz gesagt, NADH spendet das wichtige Elektron an das Eisen, damit es überhaupt Hämoglobin funktionieren kann und Sauerstoff binden kann. Und wenn aus unerklärlichen Gründen das umgewandelt wird in das schlechte Methemoglobin, weil es da keine Funktion hat in unserem Körper, richtet auch das NADH dieses wieder, dass es wieder die Funktion hat. Ja? Von daher steht und fällt immer alles von NADH und den Umweltgiften bei dir im Körper, dass überhaupt ein Organ funktionieren kann. Ja? Ich hoffe, das ist an dieser Stelle klar geworden. Dazu möchte ich nochmal Folgendes zeigen. Es gibt eine Studie, die gemacht worden ist und hier wurde auch gezeigt, dass bei der Gabe von NADH die Konzentration des Methemoglobins um 50% gesunken ist. Hier wurden sehr, sehr hohe Gaben gegeben, um den Effekt maßgeblich zu zeigen einfach. Ja. Dabei war es nicht statistisch signifikant, wie viel gegeben worden ist. Hauptsache, dass es gegeben worden ist. Und man sieht hier, dass der Graph fast um 50% gefallen ist vom Methemoglobin. Damit sieht man das nochmal. Es steht und fällt alles in deinem Körper mit der NADH-Konzentration. In meinem letzten Video habe ich darüber aufgeklärt, wie man NADH schützen kann bei sich im Körper. NADH ist ein unter anderem Antioxidant, es spendet Elektronen, unter anderem an das Eisen, ne? Und unter anderem in der Atmungskette an den Sauerstoff. Wenn es aber auf dem Weg zu ihrer Hauptfunktion, den Eisenstoffwechsel, damit der Sauerstoffversorgung und der Energieversorgung in der Atmungskette, entwendet wird, indem es Radikale puffern muss, weil du so viel Blödsinn in dich rein isst, weil du so viel Umweltgiften dich aussetzt, wie auch immer, dann wird dein gesamter Körper zusammen kollabieren. Es wird zusammenbrechen und es wird kollabieren. Ja? Von daher ist das antioxidative Potenzial maßgeblich entscheidend für deine Eisenversorgung, für deine Energiegewinnung bei dir im Körper, für deine Organfunktion und für deine Lebensdauer. Punkt. Das ist Fakt. Ja? Dankeschön, dass du bis hierhin zugesehen hast. Sehr tapfer. Ich finde es Wahnsinn, dass Menschen sich so viel Lebenszeit nehmen und sagen, hey, mich interessiert wirklich meine Gesundheit und ich schaue mir diese Videos von diesem Menschen, von diesem Biochemiker an, der da wirklich so tief in die Thematik reingeht. Ich möchte es wissen, was passiert in meinem Körper. Dafür bedanke ich mich bei dir. Ich würde mich sehr freuen, auf purazell.de vorbeizuschauen, um mich zu unterstützen in meiner Arbeit, die ich für dich kostenlos mache, damit ich leben kann und weiter diese Videos machen kann und Freude am Leben habe. Dankeschön für deinen Support. Bis gleich auf purazell.de. Bis zum nächsten Video. Ciao.